Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und wir stellen immer wieder fest, dass bei unseren Seminaren eine kleine Unsicherheit herrscht bei den Begrifflichkeiten Wegeunfall und Wegerisiko. Nun könnte man vermuten, dass das Wegerisiko sich meistens in einem Wegeunfall manifestiert. Das mag auch stimmen. Gleichwohl bedeutet das rechtlich erst einmal etwas anderes. Nämlich der Wegeunfall beschreibt den Unfall, den ein Arbeitnehmer oder auch ein Kita-Kind auf dem Weg hin zur Kita oder von der Kita zurück nach Hause erleidet. Und für dessen Folgen, also Heilbehandlungskosten, kommt dann die Unfallkasse auf. Das Wegerisiko dagegen ist etwas ganz anderes. Es beschreibt im Arbeitsrechtlichen das Risiko eines Arbeitnehmers, eines Erziehers, eines Kochs, eines Verwaltungsbeschäftigten in einem Kindergarten oder Hort, rechtzeitig bei der Arbeit zu erscheinen. Und zwar ist es derart ausgeprägt, dass das Wegerisiko immer beim Arbeitnehmer liegt. Er hat das Risiko, dass er zu spät kommt und dann dafür gegebenenfalls eine Abmahnung erhält. Das bedeutet, ein Arbeitnehmer kann sich nicht damit herausreden, dass die Bahn nicht gefahren ist, dass der blöde Bus zu früh losgedüst ist, dass es einen Stau auf der Autobahn gegeben hat oder die Katze im Weg stand, als man sich auf den Weg zur Arbeit machen wollte. Ein Arbeitnehmer, von dem wird verlangt, oder eine Arbeitnehmerin, von der wird verlangt, dass sie solche Eventualitäten immer mit einkalkulieren und somit pünktlich zur Arbeit erscheinen. Erscheinen sie zu spät, so kann ein Arbeitgeber bis auf ganz, ganz, ganz geringe Ausnahmen sagen: Entschuldigung, du bist eine Minute zu spät, du bist 5 Minuten zu spät. Warum? Das hat mich nicht zu interessieren. Bitte nehme jetzt die arbeitsrechtlichen Konsequenzen zur Kenntnis, sei es Ermahnung, sei es Abmahnung oder gar noch Weiteres.